Und willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Letztes Mal haben wir das letzte Ahnengrab gefunden. Und somit hatten wir dann alle zusammen und als Belohnung. Stellt euch vor, dürfen wir alle Orks aus Nordmar vertreiben. Boah, ist das geil, diese Belohnung. Das ist echt unglaublich. Da werden die Leute hier schon unsichtbar, wenn sie uns sehen vor lauter Freude. Nee, das ist blöd. Das ist echt blöd. Nee, wir sollen irgendwie alle Ork-Lager hier auslöschen. Allerdings habe ich keine Ahnung. Freie Nordmar. Zerstöre die großen Lager der Orks und töte ihre Anführer. Ja, toll. Die großen Lager, wo sollen die sein? Wo sollen die sein? Keine Ahnung. Naja, ich hatte ja gesagt, wir gehen mal zum Kloster und das werden wir auch tun. Wenn ich mich ja jetzt noch erinnern würde. Ach, wie lustig. Wie wir da hinkommen. Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Da geht's zum Feuerclan und dann müsste es ja eigentlich hier irgendwo dann hochgehen Richtung Kloster, ne? Ich glaube, so müsste es gewesen sein. Hier waren noch ein paar Orks. Ja, ja, ja. So, und dann hier so lang. Und, im Kloster können wir dann auch die Feuerkelche abgeben. Und Feuerkelche fehlen uns, glaube ich, noch 3 Stück. 12 Stück sind es insgesamt. Wir haben 9. Vielleicht ist ja einer sogar schon im Besitz des Klosters. Dann fehlen uns noch 2. Ich habe allerdings keine Ahnung, wo die sind. Wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ishtar oder Morasul, hier irgendwelche Ausgrabungsstätten. Wahrscheinlich dort. Da waren wir nämlich noch nicht. Und das wird dann sowieso das Letzte sein, was wir tun. Wir haben ja Mittelland befreit, wir befreien dann hier oben Nordmar noch. Und dann begeben wir uns nochmal in die Wüste, holen die Feuerkelche und so weiter. Und machen das alles fertig und am Ende, ja, wartet dann der Kampf in Vanguard auf uns. Keine Ahnung, was da abgeht dann. Soweit war ich noch nicht. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Nee, also bis Vanguard bin ich noch nie gekommen. Zumindest, jetzt um da irgendwas auszurichten. Gesehen hatte ich es vorher ja schon mal, aber jetzt großartig Quests hatte ich da noch nicht gemacht. Jetzt haben wir wieder unser Schild verloren, natürlich. Und, dann müssen wir uns langsam wirklich Gedanken machen, was wir als nächstes machen, ne? Ich bin die ganze Zeit auch schon am Überlegen und, ich bin wirklich am Überlegen, ob wir mit The Witcher anfangen. Also mit dem ersten Teil dann. Oder halt eben Oblivion. The Elder Scrolls. Aber mal gucken. Auf Oblivion hätte ich eigentlich auch Bock, weil Morrowind, ja, wie gesagt, war cool. Hallo, Pyran! Enos zum Gruße, Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Das freut mich. Welcher neue Magier denn? Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Na komm, den gehen wir schon besuchen, den alten Milton. Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hat. Das hat er wohl, der alte Kerl. Der Milton, was macht er denn da in der Höhle? Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Siehste, der Milton hat einen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Ich bin der Auserwählte! Ich bin der Auserwählte. Lass das. Mit so etwas macht man keine Scherze. Ich bin sicher, der Auserwählte wird kommen.
Ich bin wirklich der Auserwählte. Die Höhle der Erleuchtung. Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Innos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Aha. Und was gibt's sonst noch so im Kloster? Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Alles klar, das machen wir. Ja, Zauber beibringen, nee. Nee, du, danke, lass mal. Ich guck aber erstmal, ob hier unten vielleicht gleich schon der Teleportstein liegt. Das wäre natürlich hervorragend, aber er liegt hier nicht. Na gut. Alchemist, zeig mir mal deine Ware. So, Fläschchen hat er ganz viele. Ausdauertrank aus Rezept Feuerpfeil. Wäre eigentlich immer ganz cool. So, dann kriegt er von uns... Er hat ja auch 18.000, kriegt er mal hier so ein bisschen was. So. Und damit haben wir die 500.000 geknackt. Jawohl, ja. Wer bist du? Novize. Feuermagier. Zeig mir. Mit denen kann man hier ganz toll handeln. Fläschchen, die kaufen wir alle auf. Und der hat auch 17.000. Komm. Gib mir dein Gold. Mach hier keinen Ärger, ja, klar? Niemals. Sehe ich aus, als würde ich hier Ärger machen wollen. Also das verbitte ich mir. Aidan. Dagott. Cool. Cool, cool. Dass sie den einfach so Dagott genannt haben. So, ist hier oben irgendwas Interessantes? Hier kann man sich umbringen. Wenn man möchte. Sich vorher erfrischen. Wollen wir dahin? Ich denke, das wird die Halle der Erleuchtung jetzt hier sein. Kilian! Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Niemand? Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Das ist natürlich doof. Heißt, wir müssen erst mit Meister Altus reden und Meister Altus will bestimmt erst, dass wir irgendwelche Aufträge machen. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder dasselbe. Warte mal, wir gucken mal hier. Es ist Olivier. Hallo Olivier. Innos mit dir, Bruder. Olivier. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich biete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. Ist klar. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Bring mir die starke Schildparade bei. Die können wir ja auch endlich mal lernen. Bring mir die starke Schildparade bei. Robas Armee hat ein paar wirklich gute Schildkämpfer hervorgebracht. Ein starker Schildkämpfer benutzt die Taktik des Blockens. Schlage aus der Deckung heraus. Dann zieh den Schild wieder nach vorne. Aber denk daran, selbst der beste Schild nützt dir nichts gegen Angriffe von hinten. Da hast du wohl recht. Okay, 45 Lernpunkte noch. Wo geht's hier hin? In die Dunkelkammer. Mein Gott, hier ist ja wirklich finster. Leute. So kann man doch nicht leben. Geht's hier? Geht's noch weiter runter? Okay, das sind wahrscheinlich die Behausungen. Oder es ist die Bibliothek, weil... Ja, wo soll hier jemand schlafen, wenn es eine Behausung wäre? Oh, hier kann man... Kann man in die Welt gucken. Ein nettes Feature. Komm, wir gehen mal ganz runter. Vielleicht erwartet uns ja hier irgendwas total Tolles. Ein Wasserfass. Noch mehr nichts.
Es erwartet uns gleich ein saumäßig langer Weg nach oben. Und hier unten ist wirklich niemand. Aber es gibt eine Truhe. Und Truhen sind ja dazu da, um um geplündert zu werden. So, das lesen wir. In Nordmar lebten die Barbaren und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis und das Biest jagte ihn. Das Biest, der weiße Hetzer wahrscheinlich. Den müssen wir auch noch suchen. Uninteressant. Uninteressant, uninteressant. Ist das hier auch uninteressant? Hier steht was über Alchemie. Sehr schön. Apropos Alchemie, Mana-Tränke 20, das können wir eigentlich alles machen. Giftpfeile. Die Chroniken der Herrschaft. Dazu bin ich noch nicht bereit. Okay. Gut. Das dürfen wir noch nicht lesen, heißt wir müssen uns wieder hier hochbegeben. Lalalala. So. Einmal hier. Dann da und hier. Wunderbar. Na gut. Gehen wir erstmal zum Altus. Altus Popaltus. Falls wir hier irgendwann wieder rauskommen. Es werde nicht. So, gucken wir hier nochmal, aber hier wird wahrscheinlich auch nichts sein. Nope. Nichts. Da war der Paladin, hier ist der Altus. Was ist? Oh, wir haben Besuch. Hallo. Bist du? Doch. Nein, das ist unmöglich. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Tja, wie denn? Wie denn? Nun, irgendwie, größer. Na, toll. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. So, wir sind also der Auserwählte. Ich bringe Feuerkelche. Wen habt ihr denn erwartet? Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber er hat mir auch von deinen Taten berichtet. Dem Schläfer und dem Kampf gegen den Drachen. Wenn uns jemand retten kann, dann du. Wir werden dir helfen, soweit es in unserer bescheidenen Macht steht. Ach, der Schläfer. Aber hier, wo ist denn der Milton? Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Okay, danke. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Dieses Kloster ist Hort alten Wissens. In unserer Bibliothek lagern Schätze von unermesslichem Wert. Dargot, unser Bibliothekar, wird dir helfen. Das ist ja nett. Und zu Innos beten will ich im Übrigen auch. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Ich würde gerne irgendwie dieses Schwert segnen können. Ich glaube, das geht, wenn man Paladin ist oder so. Kannst du mir was beibringen? Ich beherrsche noch die Kunst der wahren Magie. Wenn du willst, versuche ich, sie dich zu lehren. Abgesehen davon bin ich ein ganz passabler Alchemist. Wenn du auf der Suche nach Zaubern bist, solltest du dich auch an Dargot wenden. Er kann dir bestimmt auch ein paar Zauber beibringen. Na dann, zeig mal. Bring mir etwas über alte Magie bei. Schneller lernen, Stabkampf, Stab. Schneller lernen wäre natürlich auch ganz cool. Da kriegt man, glaube ich, immer einen Lernpunkt mehr. Ich will schneller lernen. Natürlich willst du das. Du bist ein wissbegieriger Mann. Also nutze deine Zeit. Und nutze deinen Kopf. Du hast ihn nicht nur zum Tragen eines Helms. Was? Wirklich?
Glaube ich nicht. Hier, ich bring dir Feuerkelche. Ich bringe Feuerkelche. Ah, Milton wird sich sehr darüber freuen. Am besten bringst du sie direkt zu ihm. Alles klar, mach ich. Ach ja, cool. Dann fehlen uns also wirklich nur noch zwei Feuerkelche. Und die werden hundertprozentig da unten in der Ausgrabung und in Ishtar sein, bei dem Ruben oder wie der heißt. Ruben, Rubens, keine Ahnung. Dieser Opa-Assassine. Inostian, hi. Ich nutze mal hier gerade deinen Tisch und mach mir mal ein paar Heiltränke. Wir machen mal 275. Ne, wir haben gar nicht mehr so viel Wasser. Und dann machen wir hier, können wir nur 12 machen. Achso, braucht 3 Sonnenkraut. Machen wir nochmal 12. Dann sagen wir wieder 97, das sollte reichen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Milton. Oder wir quatschen erstmal mit Dagoth. Nee, komm, das machen wir später. Wir quatschen erst mit Milton und bringen dem die Feuerkelche. Spannen wir den alten Kerl nicht so sehr auf die Folter. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Es ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Wow, okay. Der war leicht zu überzeugen, der Kilian. Cool. Ach ja, es ist wichtig. Also, okay, dann darfst du natürlich vorbei. Lustig. So, endlich sehen wir den guten alten Milton wieder. Da ist er. Erstmal lesen. Hier steht nichts Neues. Na toll. Und dann sagen wir Hallo. Ah, da bist du. Sieht aus, ne? Ich hab mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Die alte Hackfresse. Guck dir den noch mal an. Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Natürlich nicht. Aber was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Na klar, wieso sollte er? Im Moment scheint es, der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Jakendar? Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Aha, und wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Der Olivier. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Dann zeig mal. Bring mir etwas über alte Magie bei. Wow. Und jetzt kommen wir mal hier. Kommen wir mal zu Tatsachen. Was soll ich denn tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Wo soll ich denn danach suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe. Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, fand man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben. Dein Gesicht, Milton. Gib dir mal lieber dein Gesicht zurück, ey. Wie genau willst du denn den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben?
Wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen 11 Feuerkelche und bringe sie hierher. Teleportstein erhalten. Den haben wir natürlich schon. Oder, warte mal, hier. Innerschrein im Kloster. Hä? Kann ich die schon hier irgendwie hin tun? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier irgendwie... Huch. Was tut er da? Kann ich hier irgendwas Besonderes machen? Nein, ich bin nicht bereit dazu. Okay. Die kleine Pussy ist noch nicht bereit dazu. Na dann. Gehen wir nochmal zurück und quatschen dann jetzt mal mit Dagoth. Und dann würde ich sagen, müssen wir irgendwie rausfinden, wie wir hier Nordmar befreien können. Und dann kümmern wir uns um die Feuerkelche. Oder wir holen erst die Feuerkelche. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, wie wir das am blödesten anstellen. Innos zu Gruße. Was führt dich zur Bibliothek? Ich weiß auch nicht. Ich will mich nur mal umsehen eigentlich. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Ich bin auf der Suche nach Magie und altem Wissen. Dann bist du hier richtig. Ich habe viel Zeit in diesen Katakomben verbracht und das Wissen unserer Vorväter studiert. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Wow. Der Kerl ist extrem nützlich für uns. Wahrscheinlich genauso nützlich, wie Aidan für uns ist. Innos mit dir, Bruder. Hi, was machst du denn hier? Was machst du hier? Ich forsche. Früher, vor dem Zwischenfall mit den Runen, war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wie denn? Was hast du denn da gehört? Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst denn du? Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Oh ja. Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Okay, aber was bekomme ich denn, wenn ich dir helfe? Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Ich glaube zwar, dass der Stein uns mehr nützen wird als altes Wissen, aber... Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. So siehst du auch aus. Und wo finde ich einen Druiden? Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsclan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Ja, dann brauche ich natürlich nur noch den Stein und den weißen Hetzer. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der Maestro ist auch weg. Wo ist er hin? Er ist verschollen. Na gut. Da oben ist er. Bringt uns auch nicht mehr viel. Dann quatsche ich hier nochmal mit Innostian. Willkommen, Bruder. Die Zeiten sind hart und hier im Norden sind sie ungleich härter. Du kommst wohl nicht von hier. Nein, ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Ach krass.
Kannst du mir was verkaufen? Ich habe keine besonders große Auswahl. In Nordmar ist es schwer, an die nötigen Zutaten für Tränke zu kommen. Aber was ich habe, verkaufe ich dir gerne. Dann zeig mal. Zeig mir deine Ware. So, was hat der denn? 18.000 schon mal und nochmal ein paar Fläschchen. So, die können wir auch mal wegmachen. Die auch. Das Rundschild braucht auch kein Mensch. So, hier die Zähne. Die brauchen wir auch nicht. Wir haben ganz schön viele Sachen hier. Aber ganz im Ernst, wer weiß, wann wir sie brauchen. Das ist, man kann es ja nie wissen. Den Rohstahl will ich nicht verkaufen. So, die Hörner auch nicht. Machen wir so. Und, Kannst du mir was beibringen? Ich würde. Leider reichen die wenigen Vorräte gerade mal für mich. Für einen Schüler habe ich leider nichts übrig. Schade. Warte mal, das machen wir gleich. Geldern ist befreit. Das ist schön zu hören, aber ich werde nicht wieder zurückgehen. Mein Labor ist bestimmt geplündert und die Leute hier brauchen mich. Trotzdem danke, dass du es mir gesagt hast. Kein Thema. Was soll ich dir besorgen, damit du mich unterrichtest? Wie wär's mit Mana-Pflanzen? Die können wir hier im Kloster gut gebrauchen. Wie viele brauchst du? 50 wären gut. Ich bezahle dich auch dafür. Ich besorge dir die Pflanzen. Oh, das ist gut. Mir ist es draußen zu gefährlich. Ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Warte mal, haben wir die schon? Hier sind deine Pflanzen. Gut. Ich halte mein Versprechen. Hier ist dein Gold. Und unterrichten werde ich dich natürlich auch. Ach krass. Bring mir was über Alchemie bei. Ach krass. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die haben. Denn die habe ich eigentlich immer links liegen gelassen. Naja, egal. So. Gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge, ja, was machen wir? Was machen wir? Zurück in die Wüste? Die Feuerkirche holen? Wüste befreien? Feuerkirche herbringen? Nordmar befreien? Und dann hierhin. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Dann eiern wir das nächste Mal in die Wüste und holen uns die restlichen zwei Feuerkelche. Von dort und dort oder von dort oder dort. Keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich rausfinden und dann befreien wir die Wüste auch. Und ich glaube, die Orks, die werden uns da sowieso anfallen. Aber das werden wir alles dann nächstes Mal sehen. Also, bis dann. Tschüss.